mein Instinkt sagt mir, dass er blufft, aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Dass du bei der Vorspeise über Geschäfte redest, okay. Dass du bei der Hauptspeise über Geschäfte redest, grenzwertig. Dass du jetzt aber auch beim Nachtisch nicht aufhören kannst. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Ich habe nichts dagegen, dass du Geschäfte machst. Und ich freue mich, dass du mit mir darüber reden möchtest. Aber du tust so, als wäre zwischen uns alles geklärt. Ist es aber nicht. Gut, reden wir über uns. Du hast mich betrogen. Weil ich dachte, es ist Schluss. Das war nur Ablenkung. Hört sich das nach der großen Liebe an? Irgendwie nicht. Was hältst du davon, wenn wir zu mir aufs Zimmer gehen und da in Ruhe weiterreden? Hast du mir zugehört? Ja, du willst reden. Aber nicht auf deinem Zimmer. Wo dann eins zum anderen kommt. Das habe ich nicht gemeint. Ach, aber damit gerechnet. Dass zack, boom, alles wieder gut wird. Okay, ich hab's vermasselt. Aber hoffentlich noch heute Abend, ja? Seit wann joggst du? Seit ich in ein Startup investiere, was sich die Schmausebox nennt. Ach ja, wo bist du denn zu dick? Hier? Na klar, dagegen ist die schwangere Tina voll schlank. Dann kann ich dir ja gar kein Stück Geburtstagskuchen ausgeben. Hey. Alles Liebe zum Geburtstag. Dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Danke, dass du daran gedacht hast. Wie könnte ich das vergessen? Und? Was ist für heute geplant? Nichts. Wie? Feierst du etwa nicht? Einer würde sich sicher freuen. Du meinst den, der meinen Geburtstag vergessen hat? Hat er nicht. Ich habe meinen Vater getroffen. Er hat nichts gesagt. Wahrscheinlich war er in Gedanken bei irgendeinem Geschäft. Ja, wahrscheinlich. Aber er hat dich nicht vergessen. Im Gegenteil. So? Er hat mittags einen Tisch auf der Terrasse im Fürstenhof reserviert, um mit dir und mir anzustoßen. Im Ernst? Deswegen muss ich jetzt auch gleich weiter. Ich will schließlich nicht zu spät kommen. Okay, dann bis später. Nur mal sehen, wie es dir geht. Du kommst gerade richtig. Du kannst hier festhalten. Okay. Hier dir? Für wen ist der? Du hast ihn wirklich schon wieder vergessen? Oh nein, nein. Ah, verdammt. Es ist unverzeihlich. Ich fahr schnell nach Tölz oder besser noch nach München. Wenn ich nur wüsste, womit ich ihm eine Freude machen könnte, du kennst ihn doch besser. Das tue ich. Der hier ist von uns beiden. Und für nachher hast du einen Tisch auf der Terrasse reserviert. Zur Feier des Tages. Wenn ich dich nicht hätte. Wärst du aufgeschmissen. Falls ich jemals deinen Geburtstag vergessen sollte, dann kannst du mich mit dem hier erschlagen. Wahnsinn. Das ist viel leichter als mein Alter. Es war Alicias Idee. Und besorgt hat sie ihn auch. Weil du ja immer so viel zu tun hast. Ich habe mich trotzdem gefreut. Entschuldigung, wir hätten gerne noch eine Flasche Champagner und ein stilles Wasser, bitte, ja? Boris, du hast Geburtstag. Du lässt dich wohl nichts verheimlichen, ne? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Übrigens, Opa Gottfried hat mich angerufen. Ich soll dich herzlich grüßen. Christine und er finden es traumhaft in Feuerland. Ach, das ist doch schön. Setz dich doch zu uns. Danke dir, aber ich muss mich um die Gäste kümmern. Mhm. Alles klar. Wir holen das nach. Mhm. Und hat der Zander geschmeckt? Unfassbar, wie nachtragend diese Frau ist. Ja, man könnte fast meinen, ihr seid verwandt. Vorsicht. Immerhin hast du meine nachtragenden Gene geerbt.
etwas Glück können wir bald auf den Erfolg der Schmausebox anstoßen. Geschäftlicher Erfolg hat mit Glück wenig zu tun. Max Krüss will unser Startup auf seinem Foodblog präsentieren. Wow, eine Erwähnung vom angesagtesten Foodblogger. Das ist ja fast wie ein Stern von Gast und Gourmet. Vielleicht sollten wir auch Sterne vergeben. Nach 100 Boxen bekommt jeder private Koch einen als Anerkennung. Hört sich super an. Alles okay? Ja. Sag mal, Charlotte und du, ihr habt ein gutes Verhältnis, hä? Ja, schon. Du weißt, wie wichtig mir der Fürstenhof ist. Wenn Charlotte und ihr Ex-Mann nur nicht so stur wären. Worauf willst du hinaus? Ich soll über Charlotte Einfluss auf Stahls Sohn nehmen. Wenn du ihr versprichst, dass du Geschäftsführer wirst, falls er uns die Anteile verkauft und ich nur stiller Teilhaber. Sie denkt schon wieder nur an dein Projekt, ne? Was heißt denn mein Projekt? Der Fürstenhof ist unser Familienbesitz und kein Projekt. Wenn nicht ich, sondern du ihr das Sagen hättest, dann würde sie das vielleicht umstimmen. Ich hab schon eine Firma. Die Verluste macht. Christoph, was soll das? Also wenn du dich jetzt nur deswegen mit mir getroffen hast, dann habe ich definitiv was Besseres zu tun. Mach dich nicht lächerlich. Danke für das schöne Geschenk. Wie sensibel. Ja, dass der Junge so gar keinen Familiensinn hat. Wenn du Hotelanteile willst, musst du dich um ein gutes Verhältnis bemühen, nicht er. Ja, du hast ja recht. Aber für Charlotte bin ich nun mal ein rotes Tuch. Alles, was Sie über Hagen Lechner herausfinden könnten. Familie, alles. Ja, Schulz, geben Sie Gas, die Sache ist dringend. Na, was hast du für gute Nachrichten? Eine Einladung von Boris zum Spaghetti-Essen. Ah, Spaghetti Bolognese hat er sich als kleiner Junge immer zum Geburtstag gewünscht. Komm noch mit. Nee, du, bleib mal lieber unter euch. Vielleicht hofft Boris ja, dass ich dich mitbringe. Du könntest deinen Fauxpas von heute Mittag wieder ausbügeln. Geht leider nicht. Ich muss mich um eine wichtige Sache kümmern. Wichtiger als dein Sohn? Du, es gibt eine neue geschäftliche Entwicklung, da muss ich dranbleiben. Richt ihm bitte schöne Grüße aus, ja, und sorry. Wegen heute Mittag. Ich wollte ihn nicht verletzen. Was du willst und was du tust, sind manchmal völlig verschiedene Dinge. Du, das hier alles tue ich auch für ihn. Für unsere Familie. Wenn du so weitermachst, hast du vielleicht irgendwann keine Familie mehr. Also, wie ein Schwan sieht das nicht wirklich aus. Du hast einfach nur keinen Sinn für abstrakte Kunst. Kann ich euch helfen? Es ist mein Geburtstag, also mein Job. Wenn Tina mich schon beim Kochen nicht helfen lässt. Es ist ja auch eigentlich alles fertig. Es fehlt nur noch dein Besuch. Hey. Hey. Schön, dass du da bist. Hast du den Weg gut gefunden? War nicht so schwer. Es sollen sich ja schon Menschen verlaufen haben in Büchelheim. Tina, Alicia. Hi, hi. Der hier ist für... Oder eher nicht für dich? Wann ist es soweit? In ein paar Wochen. Und das ist auch gut so jetzt. So langsam wird es stressig. Hi, ich bin Rebecca. Hi, Alicia. Freut mich. Soll ich dir den abnehmen? Danke, ja. Ich soll dir übrigens ganz liebe Grüße ausrichten. Christoph wäre sehr gerne gekommen, aber... Ich habe auch nicht mehr damit gerechnet. Tja, dann bin ich wohl der Hahn im Korb. Setz dich doch. Alles gut? Mhm. Es ist nur ein bisschen scharf geworden. Das macht nichts. Ich liebe scharfes Essen. Wein? Sehr gerne. Danke. Habt ihr vielleicht auch ein Bier? Nein. Leider nicht. Ja, ich hätte auch selbst dran denken können beim Einkaufen. Quatsch, Becky, du könntest doch vielleicht runtergehen und die Jungs fragen. Die haben bestimmt Bier. Ach Quatsch, das muss nicht sein. Echt nicht. Kein Problem. Okay, aber dann frag sie wenigstens, ob sie auch hochkommen wollen. Vielleicht möchten sie ja mitessen. Okay. Tut mir so leid. Ich hätte den Cayenne-Pfeffer abschmecken müssen, aber der Arzt hat mir verboten, scharfe Sachen zu essen. Also mir schmeckt's gut. Mhm. Hey, Vorsicht!
Das kommt schon klar. So siehst du aus, ja. Na, schmeckt's? Mhm. So, danke für die tolle Party. Auf dich und unsere tolle Köchin. Gab's bei dir auch ein besonderes Geburtstagsessen? Ich bin in einer Pflegefamilie groß geworden, die eigentlich hätte keine Kinder haben sollen. Naja, und da wurde der Geburtstag nicht wirklich gefeiert. Kenn ich irgendwoher. Also, du hast nie Geburtstag mit deinen Eltern gefeiert? Einmal hat meine Pflegemutter einen Kuchen gemacht und ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut, weil ich dachte, der wäre für mich. Und dann stellte sich raus, er ist für eine Arbeitskollegin. Naja. Hey, was machen wir jetzt? Das muss Boris entscheiden. Okay, dann will ich, dass wir Wer bin ich spielen. Oh. Hey, 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 hallo. Es ist mein Geburtstag, ich bin Bestimmer, okay? Okay. Den Bestimmer. Auch den Bestimmer. Bin ich sportlich? Nein, ganz im Gegenteil. Okay, dann bin ich dick, rauche Zigarre und heiße Winston Churchill. Ja. 13-0 für uns. Ja, aber auch nur, weil wir euch bis jetzt verschont haben. Ja, klar. Ja. Gut. Ja. Oh, 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 oh. So, fangen wir an. Mhm. Bin ich ein Mann? Eine Frau? Weder noch. Bin ich vielleicht ein Tier? Heiß, 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 ganz heiß. Nein, 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 nein. Eher kalt. Ein Reptil? Ein ganz besonderes. Ein Chamäleon? Ja! 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 Du warst super. Du bist super. Nein, nein, das ist unfair. Du hast zu viel geholfen. Kein Neid. Wir sind ein gutes Team. Ja. Mein Vater war lange Zeit sehr krank, bis sich meine Eltern getrennt haben. Kurz darauf ist er gestorben. Und deine Mama? Ich bin bei meiner Oma in Österreich aufgewachsen. Tut mir leid, mir brennt total der Mund. Ja, mir auch. Und wie sieht's bei dir aus, William? Ich fand's nicht so schlimm. Ist das nicht schon ein drittes Glas Milch? Ja, ich mag Milch. Mm, klar. Ach so. Männer, ne? Immer den harten Kerl markieren und denken, wir durchschauen sie nicht. Erwischt. Blödsinn. Ihr seid ja so witzig. Ah, bin ich witzig? Du bist doch nicht witzig. Du bist total langweilig und mega spießig. Was soll das? Tina will doch schlafen. Wenn man euch beide so sieht, dann kann man echt denken, ihr seid ein Paar. Und nicht Stiefsohn und Stiefmutter. Wir kennen uns schon seit der Uni. Ohne Boris hätte ich Christoph nie kennengelernt. Also, ich hätte ja den Sohn genommen. Mir hat aber der Vater besser gefallen. Alicia ist die erste Frau, die ihm wichtiger ist als seine Geschäfte. Er wäre nicht so erfolgreich, wenn er nicht 150% geben würde. Aber wir kennen auch seine anderen Seiten. Inwiefern? Meine Oma. Ich war schon hier in Deutschland zum Studium. Da hatte sie daheim einen Herzinfarkt. Die Ärzte gaben ihr keine Überlebenschance. Ich wollte sie noch mal sehen, aber die Zugfahrt zu ihr hätte ewig gedauert. Ich bin fast durchgedreht. Christoph hat kurz entschlossen einen Hubschrauber gechartert. Wow. Und er hat damals den besten Kardiologen aus Wien organisiert. In dem kleinen Krankenhaus konnte man nichts mehr für sie tun. Aber dieser Arzt hat es geschafft. Es war wie ein Wunder. Tja, mit genügend Kohle lässt sich alles machen. Hey. Ja, Christoph hat Geld. Aber um das geht's nicht. Er hat damals alle Termine abgesagt und war 2 Wochen lang rund um die Uhr für Oma und mich da. Er hat ein gutes Herz. Er zeigt es nur nicht jedem. Herein! Zimmerservice.
eine Wiedergutmachung für gestern. Gestern Mittag oder gestern Abend? Beides. Verzeihst du mir, dass ich manchmal so ein alter Stoffel bin? Kommt drauf an. Was ist drunter? Voilà. Perfekt. Ein Glück, du magst mich noch. Das tue ich. Aber Boris hätte sich gefreut. Wie lief es mit deiner geschäftlichen Transaktion? Das stellt sich noch heraus, sieht aber nicht schlecht aus. Ich habe gleich noch ein Treffen, danach weiß ich mehr. Erzähle ich dir alles nachher bei unserem Picknick. Picknick? Habe ich was verpasst? Na, du nicht, aber ich. In Sachen Romantik habe ich einiges aufzuholen. Du hast ja schon ein ganz hübsches Fleckchen ausgesucht. Was heißt ausgesucht? Hier sind meine Wurzeln. Der Ort meiner Vorfahren und Ahnen. Bis jetzt bist du nur durch die Welt gereist und plötzlich so heimatverbunden? Ich bin eben immer für eine Überraschung gut. Wir sollten vorher noch reden. Wahrscheinlich. Auch wenn ich deinen Heiratsantrag damals abgelehnt habe. Wir hätten uns nicht so streiten dürfen. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind. Ich bin auch froh, dass du da bist. Geh schon ran. Vielleicht ist es wichtig. Ja, Saalfeld? Hier ist Leonard Stahl. Ich wollte mich von meiner Abreise noch bei Ihnen melden. Ich habe mit Charlotte geredet. Ja? Es geht um die Anteile am Fürstenhof, die meine Geschwister und ich geerbt haben. Sie haben sich entschieden? Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, an Sie zu verkaufen. Damit hatte ich beinahe schon gerechnet. Es freut mich natürlich außerordentlich. Sie haben die richtige Wahl getroffen. Danke. Mit dem Picknick hat er sich total Mühe gegeben. Vielleicht war ein bisschen Trennung gar nicht so verkehrt. Ihr habt euch also wieder zusammengerauft. Sagen wir so. Wir sind auf dem besten Weg. Nach dem ganzen Drama. Die Blondine im Bett musste ich erst mal verkraften. Vielleicht können wir noch mal von vorne anfangen. Ich find's gut, dass du ihm noch eine Chance gibst. Habt ihr das Kinderthema auch geklärt? Das ist nicht so richtig zur Sprache gekommen. Aber ich will noch immer Kinder. Ja, keine. Ich weiß, dass ich ihn zu nichts zwingen kann. Ja, aber es ist dir doch so wichtig. Also ich habe immer von einer großen eigenen Familie geträumt. Wahrscheinlich, weil ich selber nur meine Oma hatte. Und sie würde sich bestimmt über Urenkel freuen. Ich weiß aber auch, dass ich Christophs Meinung nicht mehr ändern werde. Er kann ziemlich stur sein. Wenn ich ihn behalten möchte, muss ich mich damit wohl irgendwie arrangieren. Glaubst du, du schaffst das? Ich liebe ihn nun mal. Ja, bitte? Wow, die sind aber schön. Kleine Entschädigung für das abgebrochene Picknick. In letzter Zeit musst du aber ganz schön oft Wiedergutmachen leisten. Vor allem ist es langweilig, wenn man es immer nur mit Blumen tun muss. Es gibt übrigens was zu feiern. Du hast die Anteile des Fürstenhofs bekommen? Nicht alle, aber immerhin gehört er mir jetzt fast zur Hälfte. Fast zur Hälfte? Und damit gibst du dich zufrieden? Na, das hat niemand behauptet. Also geht der Kampf weiter. Die restlichen 56% bekomme ich schon noch, da mache ich mir gar keine Sorgen. Du bist ja so entspannt. Ja, das muss an der guten Bergluft liegen. Weißt du was? Ich führe dich zum Essen aus. In München hat ein neuer Koreaner aufgemacht. München? Ist das nicht ein bisschen weit? Ja, wir können auch hier im Fürstenhof-Restaurant essen. Wir haben seit neuestem sogar einen Stern. Es ist mir immer noch zu weit. Wir können sogar einfach hier zu zweit feiern.
dachte schon, du verzeihst mir nie. Wenn du wüsstest, wie ich das vermisst habe. Und ich erst. Ah ja? Dafür hast du mich aber ganz schön lange zappeln lassen. Ah, das war schon ganz richtig. Jetzt hast du dir wenigstens ein bisschen mehr Mühe gegeben. Kann sein. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich auf unsere Wohnung in Berlin freue. Fühlst du dich nicht wohl hier? Doch. Im Hotel wohnen hat schon was. Ständig bedient zu werden. Aber es ist einfach nicht das Gleiche wie zu Hause. Jetzt, wo du deine Anteile hast, können wir doch morgen gleich den Flieger nehmen. Ich kann unmöglich jetzt schon morgen zurück nach Berlin. Nein? Ich trage da Verantwortung für den Fürstenhof. Soll ich den anderen Anteilseignern einfach alle Entscheidungen überlassen? Aber... Du, das ist ein ganz besonderer Ort für mich. Das Hotel hat meinem Großvater gehört. Ich habe schon immer von einem Familienstammsitz geträumt. Okay, aber was ist mit mir? Ich dachte, es gefällt dir hier. Es sollte eine Überraschung sein. Die Personalabteilung der Klinik hat angerufen. Ich kann nächste Woche als Internistin anfangen. Meine erste richtige Stelle. Ja, aber das ist doch toll. Hey, Glückwunsch. Aber wie stellst du dir das vor? Eine Fernbeziehung? Sollen wir ständig hin und her pendeln? Es reicht dir, wenn du mich einmal im Monat siehst? Alicia, ich will dich ständig um mich haben. Rund um die Uhr, 24 Stunden. Deshalb habe ich mir überlegt, dass wir beide hierher ziehen. Ich soll die Stelle absagen? Weißt du, was das für eine Chance ist? Sei ein bisschen flexibel. Hier in der Nähe gibt's auch ein gutes Krankenhaus. Wollen wir uns jetzt für den Rest des Tages anschweigen? Was erwartest du? Alicia. Ich habe dir deine Affäre verziehen, bin bereit für einen Neustart. Und du? Ich möchte auch einen Neuanfang mit dir. Du ziehst rücksichtslos dein Ding durch. Ich habe dir doch erklärt, warum ich gerne hier bleiben möchte. Und das gibt dir das Recht, meine Pläne zu ignorieren? Findest du auch hier eine Stelle? Die Klinik in Berlin ist international renommiert. Da bewerben sich 1000 Leute. Und ich krieg die Stelle. Ich will nun mal keine Fernbeziehung, weil ich's ohne dich nicht lange aushalte. Ich spiel ganz bestimmt nicht dein nettes Anhängsel. Alicia. Ich gehe zurück nach Berlin. Alicia, jetzt... Ich erinnere mich noch, als du letzten Winter Schnupfen hattest. Schnupfen? Da war ich krank. Ich hatte Fieber. 38 Grad. Kurz vor dem Exitus. Warum seid ihr Ärzte eigentlich so abgebrüht? Die Hand tut wirklich weh. Lass sie röntgen, hm? Zur Sicherheit. Hab ich schon. Und? Ja, die Bilder. Falls du sie dir ansehen möchtest. Wer hat dich überwiesen? Dr. Niederby, du kennst ihn ja. Kann ich dir was sagen, ohne dass du mir gleich den Kopf abreißt? Kommt drauf an. Er hat gesagt, die Klinik in Tölz hat eine Stelle für eine Internistin frei. Ah! Zum letzten Mal. Ich bleibe in Berlin. Ich habe halt an dich gedacht. Dann erkundige ich mich mal nach Hotels in Berlin, die du übernehmen kannst. Er hat es von sich aus erwähnt. Und er ist gerne bereit, dir das Krankenhaus morgen früh zu zeigen. Komm, sieh's dir wenigstens mal an, wenn du danach immer noch nach Berlin willst. Bitte. Versprochen. Du bist mir 100-mal wichtiger als das Hotel hier. Okay. Und wir wachsen. Also erst vergangenen Monat haben wir die HNO-Abteilung auf 2 Stationen ausgeweitet.
Es wirkt alles sehr neu, modern. Hätten Sie das nicht erwartet in der Provinz? Nein, diese Klinik ist wirklich eine der besten im Voralpenland. Und unsere Forschungsabteilung, die kann sich wirklich sehen lassen. Ich habe gelesen, dass Sie bei Morbus Geiger große Fortschritte erzielt haben. Ja, die Kollegen haben wirklich einen Durchbruch erzielt. Grüß Gott. Grüß Sie. Hab ich schon erwähnt, dass hier die nettesten Ärzte bundesweit arbeiten? Ich weiß, mit der Köhler-Klinik in Berlin können wir natürlich nicht mithalten, aber ich hätte da eine Frage. Wenn Sie sich schon entschieden haben, warum sind Sie dann hier? Reine Neugierde. Aber ich muss zugeben, ich bin sehr beeindruckt. Schön hier. Stadt oder Land, ja, das ist eine Grundsatzentscheidung. Bevor ich hierher gekommen bin, war ich lange Zeit am Klinikum in München und ich muss sagen, ich habe diese Entscheidung nie bereut. Die Berge, die Natur. Ja. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es haben sich schon einige Kollegen für diese Stelle beworben, aber Sie mit Ihren außergewöhnlichen Qualifikationen hätten die besten Chancen. Das nehme ich mal als Kompliment. Also meine Unterstützung hätten Sie. Das ist nett. Ich meine es wirklich ernst. Sollten Sie sich für die Stelle bewerben, dann werde ich ein gutes Wort bei der Krankenhausleitung für Sie einlegen. Herr Dr. Niederbühl, wir brauchen Sie im Zimmer 125. Ich komme sofort. Sie entschuldigen mich? Machst du dich für mich so schick? Nein, ich habe eine kleine Versammlung einberufen. Aus welchem Anlass? Ich stelle mich der Belegschaft offiziell als neuer Anteilseigner vor. So. Verdammt. So ein Mist. Wie war es im Krankenhaus? Wenn ich Patient dort wäre, würde ich mich dort gut aufgehoben fühlen. Okay, dein Eindruck war also positiv. Herr Niederbühl hat mich überall herumgeführt und sich alle Mühe gegeben, mir das Haus schmackhaft zu machen. Und? Ich muss zugeben, die Klinik hat meine Erwartungen übertroffen. Auch die Kollegen. Alle sehr nett. Dann nimmst du die Stelle an. Die Klinik in Berlin hat internationales Renommee. Dafür sind hier die Berge näher. Du fährst also gerne Ski. Und du wärst näher bei deiner Oma. In Berlin ist unser Zuhause. Ich liebe die Stadt. Meine Freunde, es tut mir leid. Bleiben wir eben in der Hauptstadt. Kein Problem. Im Ernst? Du. Versprochen ist versprochen. Ich nehme mir alles zurück, was ich gestern gesagt habe. Ich gehe eine Runde schwimmen, okay? Okay. Ja, Saalfeld hier. Verbinden Sie mich doch bitte mit Professor Köhler. Ja, grüße Sie, Herr Professor. Wir haben doch neulich über Ihre ehrgeizigen Forschungspläne gesprochen. Über welche Summe haben wir da geredet? Gut, ich spreche mit meiner Bank. Ach, nur einen kleinen Gefallen, Sie müssten mit Ihrer Personalabteilung sprechen.